Im Dezember 1988 fliegt ein Mitarbeiter der deutschen AIDS-Hilfe nach New York. Er soll eine Konferenz von AIDS-Forschern beobachten. Es war bekannt geworden, dass die Konferenzteilnehmer daran zweifelten, dass AIDS durch ein Virus verursacht werden soll. Erinnern wir uns, zu Beginn der 80er Jahre werden in Amerika und Westeuropa die ersten Fälle einer rätselhaften, tödlichen Immunschwächekrankheit bekannt. Man nennt sie AIDS. Wissenschaftler auf der ganzen Welt beginnen nach den Ursachen zu forschen. 1984 gibt die US-Regierung die Entdeckung des Erregers bekannt. Die wahrscheinliche Ursache für AIDS wurde gefunden. Eine Variante eines Krebsvirus, das HTLV-3 genannt wird. Ich glaube, der Erreger, der die Krankheit verursacht, ist gefunden worden. Die von Dr. Robert Gallo erstmals öffentlich formulierte Virus-AIDS-Hypothese begründet die Schreckensvision einer sexuell übertragbaren, tödlichen Massenseuche. Unser Kampf gegen AIDS ist wie eine Abwehrschlacht. Wir haben alle Kräfte mobilisiert. Wir haben AIDS zum Gesundheitsstaatsfeind Nummer 1 erklärt. In diesem Finanzjahr planen wir, $416 Millionen für die AIDS-Forschung und die Aufklärung auszugeben und $766 Millionen insgesamt. Nächstes Jahr werden wir 28% mehr für Forschung und Aufklärung aufwenden, insgesamt $1 Milliarde. Um die kommerzielle Auswertung von Testverfahren und Impfstoffen weltweit zu sichern, melden US-Institute entsprechende Patente an. Gewinne in Milliardenhöhe werden erwartet. Hier in New York kommen 1988 zum ersten Mal Wissenschaftler zusammen, die erhebliche Zweifel an der Virus-AIDS-Hypothese anmelden. Der Mitarbeiter der deutschen AIDS-Hilfe fertigt Protokolle an und führt am Rande der Tagung Interviews mit den Teilnehmern. Wir wissen heute weder, was AIDS ist, noch was es verursacht. Und wir wissen auch nicht, wie man es behandeln kann. Ich denke, dass fast alles, was uns darüber erzählt wird, eine Lüge ist. Ja, also nach meiner Ansicht kann AIDS keine Infektionskrankheit sein, besonders keine, die durch ein Retrovirus, ein sexuell übertragenes Retrovirus, hervorgerufen wird. Das geht daraus leicht hervor, wenn man sich überlegt, was überhaupt eine Infektionskrankheit charakterisiert. Alle bisher bekannten Infektionskrankheiten sind gleichmäßig unter Männern und Frauen verteilt. Alle Infektionskrankheiten manifestieren sich kurz nach einer Ansteckung, innerhalb von Wochen, Tagen oder spätestens Monaten. Und in allen Infektionskrankheiten sind die Erreger äußerst aktiv, während der symptomatischen klinischen Phase der Krankheit. Nun sehen Sie sich das AIDS-Virus an und AIDS. AIDS ist in Amerika und in Europa 90% Männersache. Es ist also völlig ungleichmäßig verteilt in der Bevölkerung. Es gibt nirgendwo in der Virologie oder in der Biologie einen Präzedenzfall, dass ein Erreger nur dann Krankheit macht, wenn er schon neutralisiert ist von Antikörpern. Das ist historisch der einzige Schutz gegen eine Virusinfektion. Deswegen sind wir vakziniert. Und außerdem ist das AIDS-Virus das einzige Virus, das eine tödliche Krankheit machen soll, wenn es praktisch unnachweisbar im Wirt ist. Als ich im Dezember 1988 von dieser HIV-Kritikerkonferenz in der im Bronx Community College der City University of New York zurückgekommen bin und meinen Bericht bei der deutschen AIDS-Hilfe vertragsgemäß abgeliefert habe, habe ich fest damit gerechnet, dass die im Verlauf der nächsten Tage, Wochen und Monate ihre Klientel, also die AIDS-Hilfen vor Ort und andere, über die Zweifel an der HIV, an der Richtigkeit der HIV-AIDS-Hypothese informieren würden. Für mich völlig überraschend ist es aber so gewesen, dass sie diese Informationen von mir über diese Konferenz, Interviews, die ich auf der Konferenz geführt habe, wohl nur abgeheftet haben und das nie wieder benutzt haben, weil es ihnen politisch nicht in den Kram passte. Die
Frankfurter Rundschau, mit der ich vorher ein Gespräch hatte über diese, über die Möglichkeit, ein Interview mit Peter Duisberg abzudrucken, hat sich erst sehr interessiert gezeigt und später, als ich dann die Materialien vorgelegt habe, gesagt, dass es doch nicht gedruckt werden könne bei Ihnen. Die Taz, also diese Berliner Tageszeitung, der Wissenschaftsredakteur Manfred Kriener, der für die AIDS-Berichterstattung zuständig ist, hat mir definitiv zugesagt, dass sie das Interview auch so, wie ich das insgesamt geführt habe, dass sie das so drucken wollen, hat dann allerdings ebenfalls einen Rückzieher gemacht, weil es ihnen nicht gelungen ist, unter den AIDS-Koryphäen hier in Berlin, also Meinrad Koch vom Bundesgesundheitsamt, Karin Mölling vom Max-Planck-Institut und anderen, eine kritische Stellungnahme dazu zu kriegen. Ursprünglich hat man sich den Wirkungsmechanismus der HIV-Viren wahrscheinlich etwas zu einfach vorgestellt. Man hat gedacht, ein Virus infiziert eine Zelle und diese geht zugrunde. Aber wenn man danach rechnet, war das sicherlich nicht ausreichend, eine Zelle zu infizieren, denn es ging viel mehr Zellen zugrunde, als infiziert waren. Und dann gab es von vornherein sehr komplizierte Deckmodelle. Man stellte sich eine Verklumpung von gesunden T-Lymphozyten mit dem einen Infizierten vor, sodass diese zugrunde gingen. Neuerdings gibt es ganz neue Befunde über ein sogenanntes Superantigen, welches auch bei diesem Virustyp nachgewiesen worden ist und das dafür die Ursache sein könnte, dass sehr viele T-Lymphozyten zugrunde gehen, obwohl nur ein einziger infiziert ist. Aber auch daran sieht man, dass die Wissenschaft völlig im Fluss ist und dass wir ganz neue Phänomene an den Viren lernen müssen, um überhaupt zu verstehen, wie sie mit dem Organismus und dem Immunsystem in Wechselwirkung treten. Aber sicherlich nicht richtig war, nach Auffassung sehr vieler Wissenschaftler und auch meine eigenen, die These von Peter Duisberg, bei dem ich ja 1969 schon Vorlesungen gehört habe in Berkeley, der die Meinung vertreten hat, dass das HIV gar nicht die Ursache der AIDS-Erkrankung ist. Herr Duisberg vertritt seit 1987 die Meinung, AIDS sei nicht die Folge einer Ansteckung mit einem Virus. Die Beweise oder die Vermutungen, die er zur Stützung dieser These angibt, sind im Lichte der echten Wissenschaft gar nicht haltbar. Bestimmte Beweise nimmt er einfach gar nicht zur Kenntnis, behauptet, sie existierten nicht oder ihm seien sie unbekannt. Das alles kann ich noch hinnehmen. Was ich nicht hinnehmen kann, ist, dass diese Theorien einen so hohen Stellenwert bekommen haben durch die Aktivitäten ganz bestimmter Gruppen. Staatliche und wissenschaftliche Einrichtungen wie das Nationale AIDS-Zentrum halten trotz zunehmender Kritik am offiziellen AIDS-Dogma fest. Demnach würde die hoch ansteckende sexuell übertragbare Krankheit die Risikogruppen der Homo- und Bisexuellen, der intravenös Drogenabhängigen und der Bluter verlassen und über weitere Gruppen wie Prostituierte oder medizinisches Personal bald alle Schichten der Bevölkerung erfassen. Nachdem es der AIDS-Forschung bis heute nicht gelungen ist, Impfstoffe zu entwickeln, scheint die einzige Rettung in der Benutzung von Präservativen zu liegen. Safer Sex. Diese schlichte Erkenntnis möglichst eindringlich zu verbreiten, ist die Aufgabe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wir führen jetzt seit mehreren Jahren bundesweit eine umfassende AIDS-Aufklärungskampagne durch, die aus sehr vielen unterschiedlichen Strategien besteht, aus den massenmedialen Strategien, aus personalkommunikativen Strategien, bei denen also Fernsehspots, Kinospots, Filme, Plakate, Anzeigen, Broschüren, aber auch persönliche Gespräche in Kleingruppen oder größeren Gruppen eingesetzt werden oder organisiert werden. Diese Kampagne ist in ihren Einzelteilen, aber auch insgesamt regelmäßig wissenschaftlich untersucht worden auf ihre Wirksamkeit hin. Wir können dadurch zeigen, dass bei diesen Repräsentativbefragungen in der Bevölkerung das Wissen zum Thema AIDS und zum Thema HIV-Infektion in der Bevölkerung sehr hoch ist. Über 90% in der Bevölkerung wissen, was AIDS ist, wie man sich mit HIV infizieren kann und auch, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann. Das ist Thomas mit Inge. Das ist Thomas mit Gabriele. Das ist Thomas mit Annette. Das ist Thomas mit Martina. Und das ist Thomas mit AIDS. Dieser und viele andere Spots zeigen gesunde Männer und Frauen, die keiner Risikogruppe angehören und durch ungeschützten Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern an AIDS erkranken.
Die Kritiker der offiziellen AIDS-Theorie bezweifeln diese Möglichkeit. Welche Wirkung zeigt die Aufklärungsarbeit tatsächlich? Wie viele junge Männer wie Thomas mit AIDS gibt es in Deutschland? 250.000. Oh, da müsste ich schätzen. Vielleicht 5%. Das ist eine schwierige Frage, aber ich denke, dass es ziemlich hoch liegt. Die Dunkelziffer meinen Sie jetzt wahrscheinlich auch. Vielleicht 20%. Na, nicht so viel. 10%. Ich schätze mal 100.000. Mehr als man denken würde, genau zu halten. Bestimmt ein paar Tausend. Prozentual, ja. Prozentual, ich glaube, in etwa 100.000. Mindestens. Ja. Ja, 150.000. Ja, Sie fragen mich jetzt nach diesem Mann aus dem Werbespot. Ich habe so einen Fall in meiner Praxis überhaupt noch nicht erlebt. Es gibt bei knapp 330 HIV-Positiven, wovon die Hälfte AIDS hat, ein großer Teil auch schon verstorben ist, keinen einzigen Fall, wo ein Mann auf diese Art und Weise sich diese Infektion zugezogen hat. Ja, also ich kann nur sagen, ich bin seit 7 Jahren in der AIDS-Beratung beziehungsweise hier im AIDS-Forum tätig und habe noch nie so jemanden getroffen wie Thomas. Wir arbeiten hier überwiegend mit heterosexuellen Männern beziehungsweise Frauen und deren Kindern und es gibt eigentlich meiner Meinung nach nicht jemand, der also aufgrund von Schlaf mit mehreren Frauen positiv geworden ist. Die Menschen, die positiv werden, haben entweder mit Drogen Kontakt gehabt oder mit Menschen sexuellen Verkehr gehabt, die mit Drogen zu tun hätten, beziehungsweise bisexuelle Männer. Ja, mehr Gruppen gibt es für mich eigentlich schon nicht. Also das ist eigentlich das, wo ich sagen kann, also das sind so die betroffenen Gruppen. Im Nationalen AIDS-Zentrum in Berlin werden alle bekannt gewordenen AIDS-Fälle in Deutschland registriert und ausgewertet. Bis heute sind in der Bundesrepublik 8.277 Menschen an der Immunschwäche erkrankt. Darunter sind nur 11 Männer und 5 Frauen zu finden, die, wie Thomas aus dem Filmspot, keiner Risikogruppe angehören. Offensichtlich hat die Krankheit, anders als erwartet, die ursprünglichen Risikogruppen nicht verlassen. Das ist sehr ungewöhnlich bei einer angeblich hoch ansteckenden Krankheit, die jeden befallen könnte. Eine Serie von Anschlägen auf Frauen in der Frankfurter U-Bahn hat im Oktober 1990 Behörden und Medien aufgeschreckt. Der Täter, ein drogenabhängiger HIV-Positiver, attackierte die arglosen Passantinnen mit einer benutzten Spritze. Insgesamt wurden auf diese Weise 9 Frauen gestochen. Ja, guten Tag. Ich grüße Sie. Sie haben einige Fragen an mich. Ja, ich bin vor ca. 1,5 Jahren von einem Süchtigen mit einer benutzten Spritze gestochen worden. Wie sich hinterher herausstellte, war HIV-positiv. Und jetzt meine Frage, wie lange muss ich noch damit rechnen, dass bei mir eine Infektion stattfinden kann oder noch nachweisbar ist? Zuerst nannte man mir nach 1 Jahr etwa und inzwischen weiß ich, dass das nicht unbedingt nach 1 Jahr zu Ende ist. Das könnte also eventuell auch noch später zu der Infektion bei mir kommen oder zum Nachweis. Ja. Diese verschiedenen Informationen haben Sie wahrscheinlich sehr unsicher gemacht. Es ist äußerst unwahrscheinlich, nach so einem langen Zeitraum noch HIV-positiv zu werden. Das heißt, dass die Inkubationszeit so lang ist. Das widerspricht eigentlich jeglichen Erfahrungen mit Viruserkrankungen.
die Fälle, die zu diesen Spekulationen geführt haben, dass man nicht genau weiß, wie lange diese Inkubationszeit ist, von der Infektion bis zum Ausbruch der Erkrankung oder bis zur HIV-Positivität, stammen sämtlich aus dem Bereich der Risikogruppen. Ich bin letztendlich ein ähnlich gearteter Fall. Ich bin ja auch, gehöre auch keiner Risikogruppe an und habe seit 1985 AIDS-Patienten in Behandlung, die ich auch selber behandelt habe mit verschiedenen Blutbehandlungsmethoden, wie wir das hier in der Praxis machen, und habe mich mehrfach gestochen und habe bis zum heutigen Tage, ich habe vor kurzem noch einen HIV-Test gemacht, auch keine Antikörper, und ich bin auch ganz sicher, dass das so bleiben wird. Ich mache es auch aus diesem Grunde, um das zu beweisen, dass das also gar nicht möglich ist. Das trifft auch für mein Personal zu, die sich auch schon mehrmals gestochen haben. Und wir haben ja sehr viel Erkrankte jeden Tag hier. Auch die anderen damals gestochenen Frauen sind bis heute nicht HIV-positiv. Sie entnehmen jedoch den Medien, dass die Krankheit jederzeit ausbrechen kann. Ein Leben mit der Angst. Wie ist die Situation bei anderen besonders gefährdeten Gruppen? Die AIDS-Epidemie hat ja dazu geführt, dass wir eine ganze Reihe von Dingen heute offener ansprechen können, als das früher der Fall gewesen ist. Wer hätte sich vor 15 Jahren vorstellen können, dass eine Gesundheitsministerin in der Öffentlichkeit Kondome zum Beispiel zeigt? Aber diese größere Offenheit hat offensichtlich immer noch eine Grenze an den Justizvollzugsanstalten. Jeder weiß im Grunde genommen, dass im Knast hauptsächlich zurzeit Drogenabhängige einsitzen. Und jeder, der es wissen will, könnte auch wissen, dass im Knast Drogen konsumiert werden. Aber dies ist ein Tabu. Es werden den Drogenabhängigen nicht die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, zum Beispiel saubere, sterile Einmalspritzen zu verwenden. Dadurch wird der Knast mehr und mehr zur wichtigsten Übertragungsstelle für die HIV-Infektion. Das Modellvorhaben AIDS im Justizvollzug wurde 1989 im Juni gegründet und ist eine Förderung des Bundesgesundheitsministeriums. Es herrschte damals die Befürchtung, dass die großen Anstalten in Niedersachsen und besonders hier in Hannover, weil Hannover eine große Transportabteilung hat, in der 20.000 Strafgefangene jährlich durchgeschleust werden, auch mit HIV-Infizierten, insbesondere drogenabhängigen Gefangenen, durchseucht sein könnte. Diese Annahme resultierte vor allen Dingen daraus, dass viele, mittlerweile ist es schon jeder zweite Strafgefangene drogenabhängig und jeder dritte Strafgefangene ist als intravenöser Drogenabhängige bekannt. Die Bestandsaufnahme im Modellvorhaben hat aber ergeben, dass sich die HIV-Infektion nicht explosionsartig verbreitet hat. Die Zahlen sind rückläufig. Es gibt keinerlei Neuinfektionen innerhalb dieses zweieinhalbjährigen Modellvorhabens, was über den 31.12.1991 nicht fortgesetzt wurde. Es wurde bewusst von den Mitarbeitern des Modellvorhabens verzichtet, dieses fortzusetzen, weil es keine Infizierten in dem Umfang gab und keine AIDS-Erkrankten gab. Entgegen anderen Annahmen, die darauf beruhen, dass sich das HIV-Virus über Spritzentausch verbreiten könnte, haben wir diese Annahme im Modellvorhaben nicht bestätigen können. Die lawinenartige Ausbreitung von AIDS wurde nicht nur bei Strafgefangenen befürchtet. Epidemiologische Erfahrungen mit anderen Krankheiten ließen um weitere Personengruppen bangen, die wegen ihrer spezifischen Lebens- und Berufsumstände besonders gefährdet schienen. Bei der zahnärztlichen Behandlung zum Beispiel entsteht um den Patienten eine Spraywolke voller Mikroorganismen, der das medizinische Personal ausgesetzt ist. Viele Zahnmediziner haben sich auf diesem Wege mit Hepatitis angesteckt. Die Angst, dass sich das HIV-Virus auf dem gleichen Weg übertragen würde, war groß. Meines Wissens haben ca. 20% aller Zahnärzte sich im Laufe ihres Zahnarztlebens einmal mit Hepatitis-Viren infiziert. Wir wissen, dass die Übertragung des HIV-Virus über denselben Weg geschehen soll. Nach meinen Informationen gibt es in Deutschland unter medizinischem Hilfspersonal und Ärzten keinen bekannten Fall der Infektion mit HIV-Viren durch einen Patienten.
Stern, der hat HM entfernt, ja. Wer hat die? HM entfernt. Ach so. Okay. Sehr gut. Gut, danke. Man hat sie mit Sicherheit nicht zu Hause haben. Teresa Orlowski leitet eine der größten Pornofilmproduktionen in Europa. In ihren Studios werden oft mehrere Pornofilme gleichzeitig gedreht. Okay, so, dann komm mal rein, müde und, nee, nicht müde und erschöpft, in Erwartung deines Freundes. Nein, der sitzt da nicht drin, sondern komm rein und du bist freudig, gelaunt, heute kommt er endlich zurück, war so lange auf Übung und das will ich sehen, dass du dich darauf freust. Tür auf, Action. Und hinsetzen. Jawohl, Kopf nach hinten. Ja, Augen zu, bisschen verklärter Blick, nach hinten den Kopf. Durch die Häufigkeit und die besonderen Umstände des Geschlechtsverkehrs vor der Kamera ist die Verletzungsgefahr besonders groß. Eine aus der Sicht der Virus-AIDS-Hypothese geradezu todsichere Infektionsquelle. Die Gruppe der Prostituierten und der Pornodarsteller galt als besonders gefährdet. Mir ist eigentlich nur ein Fall bekannt in der Branche, wo ein Darsteller AIDS-infiziert war. Zumindest war das in den Zeitungen zu lesen und die haben auch eine ziemlich große Geschichte draus gemacht. Der Mann heißt John Holmes. John Holmes, Mr. 30 Zentimeter, wie er auch genannt wurde, hat etwas über 180 Filme gemacht und ist vor 3 Jahren gestorben, AIDS-infiziert. Aber bei John Holmes muss man bestimmte Dinge dazu sagen. Erstens, John Holmes hat sowohl im bisexuellen wie im homosexuellen Film mitgespielt. Er war auch selber bisexuell. Zweitens, er ist drogenabhängig gewesen. Das ist allein dadurch nachzuweisen, dass er mehrfach für den Besitz und Gebrauch von Heroin verurteilt worden ist, auch dafür ins Gefängnis gegangen ist. Und zweitens, in diesen 180 Filmen, die er gedreht hat, und diesen unendlich vielen Loops, diesen Porno-Kurzfilmen, hat er mit über 700 Frauen Sexualverkehr vor der Kamera gehabt. Es gibt nicht einen einzigen Fall, den man kennt, wo eine Darstellerin, mit der er Sexualverkehr hat, auch intensiv Analverkehr hatte, hinterher infiziert war. Und da will ich noch kurz sagen, dass es mich sehr enttäuscht, wie unfair Journalisten mit bestimmten Informationen dort umgehen. Dieser eine Fall ist aufgebauscht worden bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben vor kurzem noch in einer deutschen Gazette gelesen gehabt, wie schlimm es ist über einen Pornodarsteller, der AIDS hat. Ich kann ihn nicht ausfindig machen, den Pornodarsteller, der AIDS hat und nicht getestet in diese Produktionen geht. Und ich kann auch nicht ausfindig machen, dass AIDS eine Bedrohung für diese Branche ist. Das wird von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags bestätigt. Prostituierte und Pornodarsteller gelten nicht mehr als Risikogruppen. Viele der düsteren Prognosen der offiziellen Virus-AIDS-Hypothese sind zum Glück nicht eingetreten. Und doch dominiert sie bis heute die Fachwelt und sorgt mit Unterstützung der Medien für Verunsicherung und Angst. Dr. Robert Gallo vom Nationalen Krebsforschungsinstitut der USA überraschte 1984 die Weltöffentlichkeit mit der Nachricht, er habe den AIDS-Erreger entdeckt. Das HIV-Virus sei durch Sexualverkehr leicht zu übertragen und die Ansteckungsgefahr durch Speichel- und Tränenflüssigkeit nicht auszuschließen. Der Menschheit empfahl er damals sexuelle Abstinenz, bis das Problem gelöst sei. Es ist offensichtlich eine infektiöse Krankheit. Sie meinen, sie verhält sich nicht wie eine außer Kontrolle geratene Infektion von einfacher Übertragbarkeit? Aber das wusste man von Anfang an. Es ist ein schwer übertragbares Virus. Aber es handelt sich immer noch um eine Infektion. Was Sie meinen, ist leichte Ansteckbarkeit von einem Handtuch oder von einer Kaffeetasse zum Beispiel. Nie hat ein vernünftiger Wissenschaftler geglaubt, dass AIDS einfach zu übertragen ist. Aber ich würde nicht zu optimistisch sein und glauben, dass dies in 10 Jahren noch so sein wird. But I wouldn't be overconfident that we can be sure that this will be the case in another 10 years. Die gute Nachricht des Dr. Gallo, das Virus sei schwer zu übertragen, kommt spät. Die maßgeblich von ihm entwickelte Virus-AIDS-Hypothese wird von der Justiz vieler Länder längst zur Rechtsprechung herangezogen. HIV-Infizierte werden wie Aussätzige behandelt. Zwangsuntersuchungen, Einreise und Berufsverbote sind in vielen Staaten verfügt worden. Manche Politiker haben schon öffentlich über Internierungslager nachgedacht. Hunderte von Gerichtsurteilen sind auf dieser fragwürdigen Grundlage gefällt worden und haben menschliche Existenzen zerstört. Willkommener Anlass für die Medien, sich auf die Opfer zu stürzen.
Ich bin vor drei Jahren Gefängnis verurteilt worden vom Landgericht München, weil ich nach Ansicht des Gerichts wissentlich 3 Frauen mit HIV infiziert habe. Tatsache war, dass meine Infektion erst einen Monat nach meiner Verhaftung festgestellt wurde. Ich hatte vorher nie einen Test gemacht und hatte auch keine Ahnung, noch, weil ich aus der Presse, was ich über AIDS gelesen habe, gewusst habe, dass man da Gewicht verliert und Durchfall kriegt und dass es mir allgemein schlechter geht. Und bei mir ist das bis heute komischerweise nicht der Fall. Ein Gutachter beim Gericht hat mir auch damals bei der Verhandlung bescheinigt, dass ich bis heute tot sein müsste. Und wenn nicht tot, zumindest sehr, sehr schwer krank. Es ist, gelinde gesagt, das Gegenteil der Fall. Mir geht es eigentlich dauernd besser. Daran angehängt hat sich zum Beispiel der Innenminister Stoiber, der, wie ich mal zitieren darf, gesagt hat, der Fall des Musikers, der trotz des Wissens um seine Infektion in geradezu, man merke auf, niederträchtiger Weise 3 Frauen angesteckt hat, zeigt wieder einmal drastisch, dass auf solchen rechtlichen Maßnahmen als Mittel der Vorbeugung neben der Aufklärung der Bevölkerung nicht verzichtet werden kann. In dem Zusammenhang sagt er auch, dass es für Menschen, die HIV infiziert sind und die mit Mädchen Geschlechtsverkehr haben, was eigentlich ganz normal ist, dass er da die Möglichkeit sieht, die in Internierungslager einzuweisen, was er auch wörtlich gesagt hat. In Bayern können AIDS-Infizierte, die nachweisbar uneinsichtig sind, bereits in geschlossene Anstalten eingewiesen werden. Also Menschen, die überhaupt noch keine Krankheit zeigen, sondern sich nur verhalten wie alle anderen Menschen. Es hat sich weiterhin geäußert eine Psychologin, eine Andrea Hinkelmann, die mir unterstellt, dass das Wissen um eine tödliche Krankheit in mir einen zerstörerischen Trieb ausgelöst hat und dass ich mit den Frauen nur aus Rache, Lust geschlafen hätte und nicht aus Liebe, wie es eigentlich war. Und sie schreibt, dass ich meine Krankheit als Ungerechtigkeit empfinde. Danke. Da kommen wir Bullen. Sie schreibt, dass ich meine Krankheit als Ungerechtigkeit empfinde und dass ich deswegen Frauen wahllos ins Verderben ziehe. So wurde es in den Medien dargestellt und diese Konsequenzen habe ich auch privat sowie auch beruflich tragen müssen. Die Justizbehörden haben sich in diesem und auch in anderen Fällen von einer Annahme leiten lassen, die wissenschaftlich bis heute nicht bewiesen werden konnte. Zur unkritischen Übernahme dieser Hypothese hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln viel beigetragen. Darüber hinaus können wir nachweisen durch diese Untersuchungen, dass es Einstellungsänderungen gibt, zum Beispiel in Verbindung mit hohem Wissen über Ungefährlichkeit sozialer Kontakte, Einstellungsänderungen im Hinblick auf die Bereitschaft, sich mit Infizierten oder AIDS-Erkrankten solidarisch zu verhalten. Und wir können nachweisen, dass das Schutzverhalten nach den Angaben in der Bevölkerung vor einer HIV-Infektion deutlich gestiegen ist. Es gibt also eine Reihe von Hinweisen, wenn auch keinen im Einzelfall konkreten Nachweis, dass die Aufklärung in der Strategie, wie wir sie durchführen, auch wirksam ist. Und als also das festgestellt worden durch Zeitungen und Illustrierten, dass mein Sohn die Krankheit hat, ist also die ganze Familie diskriminiert worden. Mein Sohn ist also von der Schule geschmissen worden. Er durfte also nirgendwo mehr hin. Er durfte also keine Arztpraxis mehr besuchen. Die Ärzte haben teilweise die Behandlung abgelehnt und dann ist er also teilweise beschimpft worden mit diesen Worten hier, du AIDS-Schwein und AIDS ab in den Sarg. Und wenn er draußen mit seinen Geschwistern auf dem Spielplatz spielen wollte, haben die Nachbarn automatisch die ganzen Kinder alle reingerufen. Und wenn mein Junge also kleine Mädchen also helfen wollte im Sandkasten mit Spielen und so, dann ist eine andere hingekommen und hat gesagt, geh schnell weg, der hat AIDS, sonst kriegst du das auch noch. Oder er hat also zum Beispiel hier Gummibärchen mal ein Kind angeboten und dann hat ein größeres 17-jähriges Mädchen zu dem Kleinen gesagt, nimm das nicht an, da könnte ja AIDS in die Bärchen drin sein. Ja, es ist mir auch gar nicht möglich, so wie die Schwulen mich einfach hinzustellen und zu sagen, ich bin infiziert, mein Kind auch. Das hätte dann zur Folge, dass meine Tochter entweder alleine im Kindergarten sitzen würde, weil die anderen Eltern ihre Kinder aus Angst gar nicht mehr hinschicken würden. Oder aber es würde sogar wahrscheinlich so weit gehen, das hat mir sogar die Erzieherin gesagt,
die, mit der ich darüber gesprochen habe und die auch informiert ist, dass die Eltern wahrscheinlich alles dran setzen würden, dass dieses Kind aus der Kita raus muss, dort nicht weiter hingehen kann. Ist also vom Verhalten keine Änderung festgestellt worden, ist denn, als ich mein Kind entbunden habe, das war ja schon 1990, da hätte also da die Aufklärung doch schon sehr weit fortgeschritten sein müssen. Und mich haben sie zum Beispiel nicht in diesen Babyraum gelassen. Also ich durfte dann nicht erst nach lauten Protest und so, dann haben sie mich halt doch reingelassen. Aber es wurde halt erst begründet, ja, ja, weil ich halt positiv bin, darf ich nicht zu meinem Kind, darf ich mein Kind nicht weglegen und auch nicht holen. Ich muss also an der Tür warten, weil es da irgendwie eine Ansteckungsgefahr geben könnte. Seit fast 10 Jahren werden an einer deutschen Hochschule medizinisch-statistische Forschungsarbeiten zum Thema AIDS durchgeführt. Der Projektleiter zieht es vor, ungenannt zu bleiben. Inzwischen sind auch hier die Zweifel an der offiziellen Virus-AIDS-Hypothese erheblich gewachsen. Das Fazit der bisherigen Arbeit, einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass AIDS durch das HIV-Virus verursacht wird, gibt es bis heute nicht. Mehr noch, die gültige AIDS-Definition hält einer wissenschaftlichen Prüfung nicht stand. Ja, ich bin als Publizistikstudent zu der Forschungsgruppe gestoßen und hatte, bevor ich hier zustieß, nicht den leisesten Zweifel an der landläufigen Behauptung, dass die AIDS-Krankheit selbstverständlich durch das HIV-Virus ausgelöst wird, und habe offen gestanden, als mir von einem Freund, der eben in dieser wissenschaftlichen Gruppe mitarbeitet, berichtet wurde, dass dieser Zusammenhang in Frage steht, mindestens, wenn nicht sogar hinfällig sei, durch die Ergebnisse der Gruppe zunächst gedacht, es handelt sich bei dem Professor, dem Leiter der Gruppe, um einen skurrilen Spinner, der einen Zusammenhang konstruiert, der mir jedenfalls nie zugetragen worden ist über die mir zugänglichen Informationen. Meine Aufgabe hier ist es, zu dokumentieren, wie die öffentliche Presse das Thema aufgreift, und auffällig ist, wie in welcher Häufigkeit sich der Spiegel diesem Thema gewidmet hat, mit bis zu 2 Artikeln pro Ausgabe in der Spitzenzeit 1989. Und auffällig ist, dass durchgängig durch die Argumentationsstruktur der Zusammenhang HIV und AIDS immer durchgehalten wurde. Nun ist es aber so gewesen, dass man mich hier mit Fakten vertraut gemacht hat, die mein Bild hinsichtlich der Krankheit durchaus erschüttert haben. Und ein besonders beeindruckendes Beispiel für mich war, was Stefan, Mitarbeiter dieser Gruppe, recherchiert hatte, das Beispiel von 2 Zwillingskindern, bei denen das eine eben HIV-positiv war, das andere HIV-negativ. Das HIV-negative Kind ist gestorben an der Krankheit, das HIV-positive lebt heute noch und hat keinerlei Symptome. Und ich meine durchaus, dass man dem Spiegel vorwerfen muss, dass er sich diese Daten nicht zugänglich gemacht hat in der Recherche seiner Artikel, gerade wenn man eben bedenkt, dass er in Spitzenzeiten, wie es 1989, 88 noch der Fall war, in mindestens jeder Ausgabe mindestens einen AIDS-Artikel geschrieben hat. Aus den Literaturlisten von den wichtigen Arbeiten werden hier zum Beispiel von Gallo, Montagnier und Duisberg werden Artikel, die ja noch nicht vorhanden sind, bestellt und eben nach Themen geordnet. Das sind bereits rund 10.000 Artikel. Und meine Aufgabe ist es, hier speziell die Artikel herauszufinden, wo speziell Fälle sind, die AIDS haben, aber nicht HIV-positiv sind. Wir haben hier zwischen 1935 und 1965 Tausende von Fällen, die eben heute als AIDS diagnostiziert wurden. Zum Schluss wollen wir uns noch einmal mit der Epidemiologie beschäftigen. AIDS ist ja sehr mediengerecht und man kann überall nachlesen, was AIDS alles anrichtet. In einer der letzten Spiegelnummern, das große Sterben, AIDS rückt näher, sehen Sie zum Beispiel einen amerikanischen Basketballspieler, der noch wunderbar spielt, bereits unter den Toten abgebildet. Nun wollen wir einmal überprüfen, was das Bundesgesundheitsamt und der Spiegel in den früheren Jahren über AIDS gesagt haben. Hier sehen Sie die damalige Prognose des Bundesgesundheitsamtes bzw. des Spiegels. 10.000 Tote bis Ende des Jahrzehnts, das heißt bis Ende 1989. Jetzt nehmen Sie diese Grafik und rechnen Sie mit ihr aus, wie viele Menschen tatsächlich in der Bundesrepublik bis Ende 1989 an AIDS erkrankt sind, beziehungsweise wie viele Menschen an AIDS gestorben sind. Und nun versuchen Sie anhand dieser Grafik auszurechnen, wann wird der letzte Deutsche an AIDS erkrankt sein, beziehungsweise wann wird der letzte Deutsche an AIDS gestorben sein.
Wer von Ihnen möchte die Lösung vortragen? Wir sehen hier auf dieser Tabelle in halblogarithmischer Skalierung die Zahlen. Wenn wir diese Skala einfach nach oben verlängern, dann hätten wir hier ungefähr 30.000 und etwa hier schon 100.000. Und unten die Jahreszahlen kann man dann auch mal verlängern, dann käme etwa hierhin 93 und hier 95. Wenn man jetzt diese Prognose in letzter Konsequenz tatsächlich weiterdenkt und diese gerade nach oben hin fortsetzt, dann hätte man ungefähr 60 Millionen Erkrankungen in Deutschland, also die gesamte Bevölkerung wäre erkrankt, bis Anfang 1995 und ein Jahr später, das wäre vielleicht hier, nein, das ist die Falle, so. Ein Jahr später wären sie dann tatsächlich alle gestorben. Bis Ende 96, Anfang 96 wäre ganz Deutschland an AIDS verschieden. Tatsächlich gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings nur 5.179 AIDS-Fälle und 3.111 AIDS-Tote. Diese Daten kann man also hier in der Zeitschrift AIDS-Forschung, das ist also das Heft vom März 1992, das neueste Heft, kann man das ablesen, dass zu diesem Zeitpunkt so viele Fälle gemeldet waren. Die Zahlen für die spektakuläre Spiegelstatistik kamen seinerzeit vom Nationalen AIDS-Zentrum. Dessen Leiter, Professor Meinrad Koch, hält die Lage inzwischen für entspannter. Man muss sich ja vorstellen, und das haben wir alle vergessen, dass wir 81 die ersten AIDS-Fälle, uns von den ersten AIDS-Fällen berichtet wurde, dass wir dann sahen, wie die Fälle sich ausbreiteten, zunahmen, dass das natürlich etwas ungeheuer Aufregendes war, denn für welchen Wissenschaftler, der sich mit ansteckenden Krankheiten beschäftigt hatte, hatte denn in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten das Entstehen einer neuen Epidemie miterlebt? Und nun musste man sich langsam mit diesem Problem vertraut machen. Aufregend oder beängstigend war, dass die Zahl der gemeldeten Fälle zunächst alle Vierteljahre, dann alle Halbjahre sich verdoppelten. Und wenn man das dann hochrechnete, immer weiter rechnete, dass das so weiter ablaufen würde, dann kam man natürlich zu ziemlich abstrusen Zahlen. Das sind sicherlich auch die Zahlen, die Sie dort eben genannt haben. Das auf der Grundlage der Virus-AIDS-Hypothese vorhergesagte Massensterben ist in Nordamerika und Europa ausgeblieben. Die Immunschwäche hat die ursprünglichen Risikogruppen nicht verlassen. Die Zahlen sind rückläufig. Zunehmend melden sich kritische Stimmen zu Wort. Einer der ersten war der deutsch-amerikanische Lehrstuhlinhaber für Molekularbiologie an der University of California in Berkeley, Professor Peter Duisberg. Seine Forschungsarbeiten im Bereich der Retrovirologie und der Krebsforschung haben ihm in der Fachwelt große Anerkennung eingebracht. Seit seiner Kritik an der vorherrschenden AIDS-Hypothese sieht sich Professor Duisberg zunehmenden Schwierigkeiten ausgesetzt. In jüngster Zeit wurden ihm die staatlichen Förderungsmittel gekürzt. Die Vorlesungen des Hochschullehrers sind allerdings nach wie vor beliebt. National Dogma in April 1984, die HIV-Hypothese wurde 1984 zum nationalen Dogma, als die Gesundheitsministerin diese verkündete. Vorher war keine einzige Publikation zu diesem Thema von irgendeinem amerikanischen Labor erschienen. Es wurde zu einer verbindlichen nationalen Richtlinie für alle Wissenschaftler in der AIDS-Forschung, dieses Virus nachzuweisen, zu schützen und zu analysieren. Die Frage unter Wissenschaftlern ist, oder war es zumindest vor 1984, ist AIDS infektiös oder nicht? Wird es von einem Virus oder von irgendeinem anderen infektiösen Erreger ausgelöst oder wird es von Giften verursacht? Wir haben fast vergessen, dass Krankheiten durch Gifte ebenso ausgelöst werden können wie durch Mikroben und Viren. Weniger als 1% der Sterblichkeit in Europa und in westlichen Ländern ist auf infektiöse Krankheiten zurückzuführen.
Die restlichen 99% entfallen auf angeborene Krankheiten oder Gifte wie Tabak, Alkohol und andere Toxine. Dazu gehören auch umweltbedingte Krankheiten, ganz einfach Altersschwäche und andere Probleme. Die Virustheorie behauptet nun, AIDS sei eine sexuell übertragbare Krankheit, weil HIV durch Sex übertragen werde. What doesn't fit the virus hypothesis and what makes this actually a very heroic hypothesis. Etwas an der Virushypothese ist sehr merkwürdig. Wir beschuldigen ein kleines, schwaches Virus, das normalerweise von Antikörpern neutralisiert wird, 25 verschiedene Krankheiten und zwei völlig verschiedene Epidemien auszulösen. Das ist tatsächlich eine sehr gewagte Hypothese, wenn man darüber nachdenkt. All das kann ein einziges Virus kaum schaffen. Dieses Virus soll 25 verschiedene Krankheiten verursachen, so unterschiedliche wie Durchfall und Demenz, Kaposi-Sarkom und Lungenentzündung, Hefeinfektionen und Leukämie. Wir kennen in der Forschung keine Mikroben oder Krankheitserreger, die ein so breites und verschiedenartiges Spektrum von Krankheiten auslösen. Noch etwas ist sehr schwer mit der Theorie eines infektiösen Erregers zu vereinbaren. Fast 90% der AIDS-Patienten in Europa und Amerika sind Männer. Wie erkennt das Virus, dass es hier einen Mann und dort eine Frau vor sich hat? Und das ist nicht alles. Das Virus soll noch subtiler sein. Es bevorzugt unter den Männern die Homosexuellen vor den Heterosexuellen. Und unter den Heterosexuellen mag es die Junkies viel mehr als die braven Jungs, die nur Kaffee und Kuchen wollen. Es soll auch, je nach Kontinent, unterschiedliche Krankheiten auslösen. In Afrika verursacht es Schwindsucht, Fieber und Durchfall. In Amerika dagegen verursacht es Candidiasis, Lungenentzündung, Demenz und Kaposi-Sarkom. Diese völlig unterschiedlichen Krankheiten sind in Amerika und in Afrika jeweils mit 90% die häufigsten AIDS-Krankheiten. 90% der amerikanischen AIDS-Patienten sind zwischen 20 und 50 Jahre alt. Das passt nicht zu einem Virus. Alle anderen Mikroben, und ich betone alle, es gibt keine Ausnahme, verhalten sich genau umgekehrt. Sie mögen die sehr Jungen und die sehr Alten, weil sie da weniger Widerstand vorfinden. Sie wollen sich nicht mit Männern zwischen 20 und 45 Jahren herumschlagen, die sich gut verteidigen können. Das ist auch der Grund, warum General Schwarzkopf 20 bis 45 Jahre alte Männer in die Wüste mitnahm. Denn die werden selten krank. Je mehr Leute auf den Herrn Duisberg, auf den Leim gehen, indem sie sagen, AIDS ist gar keine ansteckende Krankheit, umso mehr haben einen weiteren Vorwand, das einzige Mittel, das sie vor einer Infektion schützen können, nämlich das Kondom wegzulassen. Und diese Konsequenzen sind natürlich ziemlich schlimm. Das heißt, wer sich auf den Pfad der Duisbergschen Lehre begibt, sorgt dafür, dass die Krankheit sich weiter und weiter ausbreiten wird. So, what can I say? The National Academy of Science, the Institute of Medicine, the Center for Disease Control, the World Health Organization. Alle wissen, dass HIV die Ursache von AIDS ist. Jedes Argument, das dagegen vorgebracht wurde, ist unsinniger als das andere. Und sie werden nur beachtet, weil Magazine wie der Spiegel ihnen Aufmerksamkeit schenken. Ich wiederhole, es ist eine Schande, dass ein angesehenes Magazin wie der Spiegel sich mit solchen Sachen beschäftigt. Es richtet Schaden an. Es schürt Misstrauen gegenüber Wissenschaftlern und gegenüber den Beamten des Gesundheitswesens. Die Leute denken wohl möglich, dass es in Ordnung wäre, andere Leute zu infizieren und nicht vorsichtig zu sein. Es ist in gewisser Weise sogar etwas Schlimmeres als eine Schande, verstehen Sie? Die Leute werden sagen, nun, warum sollte ich dann vorsichtig sein? Kein Argument dieses Chemikers basiert auf irgendwelchen Informationen, Daten oder Experimenten. Ich denke, jeder kennt die Geschichte.1991 unterzeichneten über 60 Wissenschaftler einen offenen Brief an die renommierten Fachblätter Nature und Science. Sie schrieben:
Weithin glaubt die Öffentlichkeit, dass das HIV-Virus die Gruppe von Krankheiten verursacht, die unter der Bezeichnung AIDS bekannt geworden sind. Viele Vertreter der biomedizinischen Wissenschaft stellen diese Hypothese in Frage. Die Unterzeichner fordern weiterhin die gründliche Neubewertung des existierenden Beweismaterials durch eine unabhängige Gruppe und die Durchführung kritischer epidemiologischer Studien. Einer von ihnen ist der in New York lebende Medizinstatistiker und Journalist John Lauritsen. Als Homosexueller kennt er die Schwulenszene aus eigener Erfahrung. Hello, I'm John Lauritsen. I guess I'm what would be called an AIDS dissident. Ich bin ein sogenannter AIDS-Dissident. Ich bin einer von denen, die nicht glauben, dass das, was man uns über AIDS erzählt, wahr ist. Ich habe sehr aufmerksam die Arbeiten des Molekularbiologen Peter Duisberg verfolgt. Er hat sehr überzeugend gezeigt, dass HIV einfach nicht die biochemischen Voraussetzungen besitzt, um Menschen krank zu machen. Sein Hauptargument ist, dass selbst bei Menschen, die an AIDS sterben, das Virus nie aktiv ist. Und ein inaktives Virus kann niemanden krank machen, so wenig wie jemand im Tiefschlaf liegen und gleichzeitig eine Bank ausrauben kann. In der Schweiz lebt ein weiterer Kritiker der offiziellen AIDS-Theorie, Professor Alfred Hessig. Als langjähriger Präsident des Internationalen Blutspendedienstes hat er sich intensiv mit der Herstellung und Auswirkung von Blutpräparaten auseinandergesetzt. Diesem HIV-Virus wurden wirklich große Besonderheiten zugeschrieben. Man sieht in ihm heute vielfach eine virologische Apokalypse, die die Welt überzieht und Massentodesfälle zur Folge haben wird. In der Tat gibt es natürlich Seuchenzüge bei Viren und anderen Erkrankungen. Denken wir an die Pocken seinerzeit oder als aus USA die Syphilis nach Europa kam. Aber der Unterschied war doch der, dass bei diesen Seuchenzügen alle gleichmäßig erfasst wurden und krank wurden. Und diese Viren haben nicht wie das AIDS-Virus zwischen Mann und Frau unterschieden, wenn man denkt, dass heute noch in den USA 80% der AIDS-kranken Männer sind und nur 20 Frauen. Das zeigt doch schon dieses eine Moment und viele andere dazu, dass die Risikofaktoren, die immunsuppressiven Risikofaktoren im Stressbereich und die Immunmangelrisikofaktoren im Ernährungsbereich eine große Rolle spielen, die man endlich gebührend beachten müsste. Der New Yorker Arzt Dr. Joe Sonnabend hat über viele Jahre eine der größten Schwulenpraxen in der Stadt geleitet. Von Anfang an ist ihm die extreme Häufigkeit von Infektion und Reinfektion mit Gonorrhoe, Syphilis, Zytomegalie, Herpes und Hepatitis unter seinen homosexuellen Patienten aufgefallen. Mit Besorgnis beobachtet er auch den steigenden Konsum von Aufputschmitteln. Eines rätselhaften Virus als Ursache für AIDS hätte es seiner Meinung nach gar nicht bedurft, um den gesundheitlichen Verfall junger, schwuler Männer zu erklären. Vielen offensichtlichen Fragen über AIDS ist man von Anfang an nicht nachgegangen, weil alle Mittel in die HIV-Forschung gesteckt wurden. Das war eine schreckliche Katastrophe, die nie hätte stattfinden dürfen. Genauso wie man Parfum verkauft, so hat man uns HIV als Ursache von AIDS verkauft. Die Konsequenz daraus ist, dass Forschungen unterblieben sind, die man schon vor Jahren hätte durchführen müssen. Zum Beispiel spricht einiges dafür, dass die Viren der Herpesfamilie eine Rolle bei dieser Krankheit spielen. Ich sage nicht, dass sie die Krankheit selber verursachen, aber sie können mit Sicherheit zu der Krankheit beitragen. I don't say that they cause the disease themselves, but that they can certainly contribute to the disease. Ebenfalls in New York lebt Professor Harvey Bialy. Als Molekularbiologe und Wissenschaftsredakteur der Zeitschrift Biotechnology hat er die Virus-AIDS-Hypothese von Anfang an angezweifelt. I remember very well
in late 1983, sitting in... Ich erinnere mich sehr gut. Ich saß Ende 1983 in meinem Büro und bekam einen Anruf von einem befreundeten Virologen, der sehr aufgeregt sagte, Harvey, die Ursache von AIDS wird gerade von Gallo und Montagnier entdeckt. Harvey, the cause of AIDS has is about to be identified by Gallo and Montagnier. At that point, I actually had never heard of Montagnier. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich noch nie von Montagnier gehört. Und obwohl ich Bob Gallo seit mehreren Jahren kannte, standen mir die Haare zu Berge, als ich hörte, dass er die Ursache von AIDS gefunden hätte. It was told to me that Bob Gallo had identified the cause of AIDS. Nonetheless, I proceeded. Dennoch hörte ich weiter mit Interesse zu. Mein Freund erzählte mir, dass man ein Retrovirus bei AIDS-Patienten entdeckt hätte, das im Gegensatz zu allen anderen bekannten Retroviren zytotoxisch sein solle, also Zellen töten würde. Außerdem sollte es ausschließlich eine bestimmte Subgruppe von T4-Zellen, die T4-Helferzellen, befallen. Cytotoxic. It was a cell-killing retrovirus. Immediately, I said to my. Ich sagte sofort zu meinem Freund, das ist sonderbar. Bekanntlich töten Retroviren keine Zellen. Sie sind entweder gutartig oder verursachen eine Vermehrung der Zellen, was wiederum der Grund ist, warum sie als virale Ursachen für Krebs verdächtigt wurden. Implicated as causes of viral agents in the cause of cancers. Well, these are very, very beautiful pictures and showing surfaces are the surface of. Das sind sehr schöne Aufnahmen. Sie zeigen HIV-Partikel auf der Oberfläche einer Lymphzelle. Alles, was diese Abbildungen mir sagen, ist, dass Viren eine Affinität für Zellen haben und dass sie Zellen infizieren können. Das sagt mir aber nichts darüber aus, ob die Viren die Zellen verletzen. Denn wir wissen, dass es viele Viren gibt, die Zellen infizieren können, ohne sie zu verletzen. Das sind also wunderschöne Bilder, die die Interaktion von Zellen und Viren zeigen, aber mehr auch nicht. Was das für Zellen sind und was das Virus mit ihnen macht, wird Ihnen jetzt ein Mann erklären, der mehr darüber weiß als irgendwer sonst auf der Welt. Robert Gallo vom National Cancer Institute, dem Nationalen Krebsinstitut der USA. Dagobert Lindlau hat ihn zu Beginn dieser Woche in Washington besucht. In fact, the particular kind of T cell known as the T helper cell is the most. Diese besondere T-Helferzelle, sagt Professor Robert Gallo, ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Zelle in unserem Abwehrsystem gegen Krankheiten. Die Helferzelle reguliert viele Funktionen. Sie ist es, die von den sogenannten Retroviren angegriffen wird, die wir beim Menschen gefunden haben. Das gilt nicht nur für die Retrovirusart, die wir vor 6 Jahren entdeckt haben und die Leukämie verursacht. Der Leukämievirus zwingt die Zelle zu einem übermäßigen Wachstum. Das AIDS-Virus, ebenfalls ein Retrovirus, greift auch die Helferzelle an. Es bringt aber die Zelle nicht zum Wachsen, sondern lässt sie absterben. Wie? Das wissen wir noch nicht genau. It infects the same cell, the T cell, the same subtype of T cell, that is the T helper cell. But instead of making the cell grow too much, the effect of this virus on the T helper cell, in a way that we still don't fully understand, is to make the cell die prematurely. Ja, die Wahl des HIV oder des Retrovirus HIV als Grund für AIDS war besonders unglücklich im Hinblick darauf, dass Retroviren im Prinzip überhaupt nicht in der Lage sind, Zellen zu töten. Der Lebensstil von einem Retrovirus ist, seine eigenen Gene, das ist sein genetisches Material, in das der Zelle einzubauen. Ist ein genetischer Parasit. Und dieser Lebensstil funktioniert nur dann, oder klappt nur dann, wenn die Zelle die Infektion überlebt. Wenn also das Virus praktisch ein Kuckucksei in die Zelle legen kann und die Zelle das ausbrütet. Wenn die Zelle in dem Prozess stirbt, dann klappt diese Integration, das Virus in die Zelle nicht mehr. Das Virus kann dann nicht seine DNA oder sein genetisches Material mit dem der Zelle verbinden, weil die Zelle stirbt. Nur eine überlebende Zelle kann dieses Kuckucksei ausbrüten. HIV has, unlike
HIV ist, entgegen den anfänglichen Behauptungen, kein zytotoxisches Virus. Es tötet keine T-Zellen. Im Gegenteil, die gleichen Zellen, von denen gesagt wird, dass sie vom Virus getötet werden, benutzt man in Laboratorien, um das Virus massenhaft fortzupflanzen. Das machte man, um für die sogenannten AIDS-Tests reaktive Substanzen herzustellen. Die angebliche Vorliebe des Virus für T-Zellen ist ebenfalls verschwunden. Man weiß jetzt, dass das Virus viele weitere Körperzellen infiziert, einschließlich Makrophagen und Epithelialzellen. Sonderbarerweise soll es auch Schwachsinn verursachen, indem es Nervenzellen infiziert. Nervenzellen teilen sich nicht, doch Retroviren brauchen sich teilende Zellen, um sich fortpflanzen zu können. Aber es gibt so viele Mysterien bei AIDS. Das Virus kann Dinge anstellen, die man von keinem anderen Virus kennt und die sogar genetisch und biochemisch unmöglich für Viren sind. Das HIV-Virus wurde im Institut Pasteur in Paris entdeckt. Während Dr. Gallo in Amerika mit der Nachricht vorpreschte, den AIDS-Erreger gefunden zu haben, ist sein eigentlicher Entdecker, Professor Luc Montagnier vom Institut Pasteur, wesentlich zurückhaltender. Wenn man von HIV-infizierten Patienten, die noch nicht schwer erkrankt sind, Lymphzellen entnimmt, so zeigen diese Zellen eine besondere Schwäche und sterben sehr schnell. Wenn man diese Zellen untersucht, dann stellt man aber fest, dass nur eine von 10.000 oder 100.000 vom Virus infiziert ist. Das zeigt, dass es noch andere Ursachen für die Krankheit gibt. So, wenn man herausfinden will, ob eine Krankheit infektiös ist oder durch ein Toxin, durch ein Gift hervorgerufen wird, dann sieht man sich um, wer kriegt eine Krankheit und wann kriegt der Betroffene eine Krankheit. Zum Beispiel, wenn Influenza in Frauen und Männern und in Kindern und in Erwachsenen gleichzeitig gefunden wird, dann kann man wohl davon ausgehen, dass ein infektiöses Agens dafür verantwortlich ist. Wenn aber eine Krankheit beschränkt ist auf eine sogenannte Risikogruppe, wie zum Beispiel Lungenkrebs auf Raucher oder Leberzirrhose auf Alkoholiker oder Tennisellbogen auf Tennisspieler, dann ist das ein Hinweis dafür, dass möglicherweise ein Verhaltensfaktor, das könnte ein persönlicher Verhaltensfaktor sein oder auch ein gemeinsames Toxin, die Grundlage für diese Krankheit ist. Es geht nicht darum, die Rolle des Virus zu leugnen. Die Rolle des Virus ist entscheidend. Aber natürlich gibt es Faktoren, die die Infektion begünstigen. Ich gebe Peter Duisberg recht, wenn er sagt, dass sich Homosexuelle mit vielen Partnern und Drogenabhängige einem Immunschwächeverhalten aussetzen. Dadurch wird die Virusinfektion begünstigt und führt schneller zur Erkrankung. Denn die Erkrankung hängt stark vom Widerstand des Immunsystems ab. Aber es gibt keinen Zweifel, dass AIDS von einem ansteckenden Erreger vom HIV übertragen wird. Das zeigen die Laborerfahrungen und die epidemiologischen Daten. Da gebe ich Peter Duisberg nicht recht. Ich habe nichts persönlich gegen ihn, denn er ist ein Freund von mir. Außerdem ist er ein Forscher, den ich sehr achte. Aber ich denke, in dieser Sache irrt er sich. Je n'ai aucune passion contre Peter Duisberg, qui est un ami de longue date, un chercheur que j'estime beaucoup, et je crois que dans cette affaire, il se trompe. Ich gehöre also einer sogenannten Risikogruppe an, der Homosexuellen, schwul. Und Risikogruppe bedeutet halt einfach, dass wir erhöhtes Risiko für diverse Krankheiten mit uns bringen. Das fängt an mit den Geschlechtserkrankungen, häufige Promiskuität, Hepatitis A, B und so weiter, welche Variationen es da auch immer noch von gibt.
Dann kommt eigentlich noch dazu, man ist jung, man hat ein ausschweifendes Leben, man hat Spaß, dann wird man plötzlich krank, man erkrankt an einer dieser Krankheiten. Gut, dann geht man eben zum Arzt und lässt sich ein Antibiotika verschreiben und dann kriegt man es irgendwie weg und nächste Woche ist es in Ordnung und das Leben geht weiter. Ich denke, das ist schon ein Irrtum, weil bei mir war es halt eben so, ich war schon leicht immungeschwächt vor einiger Zeit und hatte Beschwerden wie ansatzweise schwere Bronchitis, fast Lungenentzündung, Darmerkrankungen, Gewichtsabnahme, Depressionen und so weiter. Und man mich explizit darauf hingewiesen hat, lassen Sie einen HIV-Test machen. Ich bin negativ, wäre ich positiv gewesen, hätte ich mir an meinen 5 Fingern ausrechnen können, wie das dann weitergelaufen wäre. Hauptrisikogruppe sind die Homosexuellen. Und hier treten wir in politisch unkorrektes Territorium, wenn wir über Drogenbenutzung bei Homosexuellen sprechen. Das ist, wie man hier sagt, politically not correct. Weil man nicht gerne davon redet, dass Homosexuelle wahrscheinlich durch ihr Verhalten, durch ihre Drogenbenutzung selbst verantwortlich sind für AIDS, statt an einer Infektionskrankheit zu leiden. Und dabei muss man sofort qualifizieren, nur etwa 20.000 der etwa 8 Millionen Homosexuellen, männlichen Homosexuellen in den USA kriegen AIDS pro Jahr. Das ist also eine ganz geringe Minderheit von etwa 0,25 bis 0,3% der Homosexuellen, die diesen riesigen Umsatz von sexuellen Partnern haben. Hunderte, manchmal sogar Tausende pro Jahr werden zitiert und registriert von selbst identifizierten Homosexuellen und die erreichen das nicht durch konventionelle Sexdrogen wie Testosteron, sondern durch Chemikalien, genau wie die Sportler schneller laufen und die Eisläufer mehr Achseln springen und die Sprinter höher fahren, machen es auch die Sexexperten in den Betten oder in den Badehäusern, brechen sie alle Rekorde mit Chemikalien. I think the most important thing in the profile is that they were heavy abusers of drugs. Das wichtigste Merkmal dieser Menschen ist, dass sie alle intensiv Drogen konsumiert haben. Nicht unbedingt Drogen, die man injiziert, auch andere. Darunter die populärste aller schwulen Drogen, Poppers, auch bekannt als Nitritinhalat. Das wurde buchstäblich von jedem schwulen Mann benutzt, der AIDS bekommen hat. Es gibt auch Designerdrogen, die an schwulen Treffpunkten sehr exzessiv konsumiert wurden, zum Beispiel in schwulen Diskotheken oder Lederclubs. Von den meisten dieser Drogen hat man noch nie gehört und sie sind nie untersucht worden. They would be things like Special K, Eve, Ecstasy, MDA, TCP, PCP, Angel Dust, Quaaludes, Ethyl Chloride, as well as things like barbiturates, sedatives, all kinds of things. And the guys who got AIDS didn't just use one or two. Die Leute, die AIDS bekommen, haben nicht nur ein oder zwei, sondern oft ein halbes Dutzend dieser Drogen im Verlauf eines Abends genommen, wenn sie in eine dieser populären Diskotheken gingen, wie zum Beispiel das Saint hier in New York City. Der springende Punkt ist, dass wir die Auswirkungen dieser Designerdrogen nicht kennen. Und wir wissen auch nicht, was langfristig passiert, wenn man 3, 4, 5 oder 6 von ihnen an einem einzigen Abend nimmt. Wahrscheinlich reicht das schon aus, um AIDS zu erklären. Das hieße, dass bei schwulen Männern AIDS tatsächlich durch Vergiftung verursacht wird. Which would, you know, be to say in effect that in the case of gay men that AIDS is caused by toxicity. Poppers oder Amylnitrit ist eine stimulierende Droge, die fast ausschließlich nur von schwulen Männern, also in der heterosexuellen Welt, fast unbekannt ist. Zu besorgen ist es in diversen Bars der Szene oder in einschlägigen Sexshops. Meistens unter dem Ladentisch, kostet etwa 30 bis 40 Mark, 10 Milliliter.
Das wird geschnüffelt, indem einfach die Flasche aufgedreht wird und unter die Nase gehalten wird und inhaliert wird. Er ist leicht flüchtig und hat halt entsprechend stimulierende Wirkung, verursacht einen Sauerstoffüberschuss im Gehirn und ja, wie gesagt, stimuliert beim Sex. Wo wird es eigentlich benutzt? Also wie gesagt, in den schwulen Kreisen. Man kann es beobachten, wenn man beispielsweise in einer Disco ist, beim Tanzen, auf der Tanzfläche. Teilweise gibt es Leute, die kippen es sogar auf der Tanzfläche aus. Dann in den Darkrooms, halt eben in Saunen und halt eben ganz privat, je nachdem, wo halt eben Sex stattfindet und dieses Zeug benutzt wird. Es kommt auch dazu, dass wenn du selber das gar nicht benutzt, kommst mit jemandem zusammen, hast Sex mit ihm, dass man das direkt unter die Nase gehalten bekommt. Und wenn man dann abwehrt, gut, das ist okay, manche stellen dann die doofe Frage, warum willst du nicht? Ganz einfach, weil ich einfach nicht drauf stehe. Ich vertrage das nicht, ich bekomme davon Kopfschmerzen. Ich fühle mich eigentlich auch relativ ausgegrenzt, weil ich es nicht benutze, weil man bekommt es immer angeboten. Man bekommt es angeboten auch wie andere Drogen, wie Ecstasy, Kokain, Designer-Drogen, die dann in den entsprechenden Etablissements, Diskos genommen werden. Das ist halt eben Technomusik, da sind Lichteinwirkungen, das ist interessant, das macht Spaß. Und diese Drogen werden dann auch genommen, um diesen Spaß halt eben noch mehr zu stimulieren. Alles ist gut drauf, alles lächelt, alles hat irgendwie die Augen verdreht, es ist klasse, nur du selber hast es nicht. So, a gay man. Ein schwuler Mann benutzt in manchen Fällen eine ganze Flasche Poppers während eines Wochenendes. Er konsumiert also innerhalb von 2 oder 3 Tagen mehr von dieser Droge als die meisten Herzpatienten während ihres ganzen Lebens. Manche Leute glauben, dass es eine harmlose Droge ist. Einige schwule Ärzte erzählen ihren Patienten sogar, dass es keinen Grund gäbe, sie nicht zu nehmen. Die Poppers-Industrie wirbt dafür in allen schwulen Magazinen und die Leute halten es noch nicht einmal für eine Droge. Aber es gibt eine Fülle von Literatur über die Giftigkeit von Poppers. Es gibt bereits ausgiebige Literatur, nicht ausgiebig, aber zumindest hinreichende Literatur, die zeigt, dass Langzeitverbrauch von Heroin und Kokain und LSD zu den gleichen Krankheiten führt, die heute AIDS heißen. Außerdem sind die Drogen direkt testbar in Tieren. Das wäre ein billiger und einfacher Versuch. Langzeittests für diese Drogen werden nirgendwo durchgeführt in der Welt zurzeit. Das einzige Interesse in den Effekt dieser Drogen in Tieren besteht darin, was sind die Kurzzeiteffekte? Wie werde ich high und warum werde ich high? Und was kann ich machen in kurzer Zeit? Wie viele Partner kann ich haben? Wie hoch kann ich fliegen? Aber was die Dauer klinischen Folgen sind, das wird nicht untersucht. Im Gegenteil, es wird sogar davon abgelenkt, dadurch, dass auf clean needles, das heißt sauberes Injektionsmaterial, hingewiesen wird, als ob die Drogen, die durch dieses saubere Injektionsmaterial durchgehen, erstens steril werden, denn sie kommen von illegalen Händlern und zweitens nicht gesundheitsschädigend werden. Das wird dabei nie erwähnt, weil das politisch nicht korrekt ist, auf Drogenbenutzung hinzuweisen, denn das ist ein Symbol der sexuellen Befreiung, besonders unter den Homosexuellen. Sie wollen sich von den heterosexuellen Establishment nicht reinreden lassen, wie sie ihr Sexualleben durchführen. Es ist ja eigentlich so, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen aus der Szene zurückgezogen, weil ich es auch im Grunde genommen nicht mehr ertragen kann. Da macht man sich fertig, wartet bis 12 Uhr Mitternacht und darüber hinaus, um überhaupt rausgehen zu können, denn vorher läuft ja in der Szene nichts, das meiste geht erst ab Mitternacht los. Dann ist man eigentlich so müde oder zugedatscht, dass man sich am liebsten eher wieder ins Bett legen will und schlafen will. Und es sind halt eben die anderen, die das machen, die benutzen halt eben die Drogen. Ich will das nicht verallgemeinern, dass jeder das tut, aber das wirkt halt eben stimulierend, aufputschend und da kann man halt eben die Nächte dann durchziehen und das nicht nur am Wochenende, sondern auch noch über die Woche hinaus, ja. Die zweite kritische Komponente in der Drogenhypothese, die ich postuliere als der Grund für AIDS, ist das ACT. Das ist allein die Verantwortung der Mediziner und der Pharmakologie, die dieses Produkt auf der Grundlage der Virushypothese konzipiert haben und nie bewiesen haben, dass das irgendwelche Vorteile hat für den Träger. Im Gegenteil, wenn man die Literatur genau studiert, sieht man, es ist klar bewiesen worden, dass die Droge genau das macht,
wofür sie ursprünglich entwickelt wurde vor 20 Jahren, nämlich Zellen zu töten und damit den Wirt zu töten, auf die Dauer. Der britische Pharmakonzern Wellcome besitzt das Monopol auf AZT. Es wird in Deutschland unter dem Namen Retrovir vertrieben. Der Umsatz wird allein in der Bundesrepublik auf 200 Millionen Mark jährlich geschätzt. What is so frightening about AZT and was so erschreckend an AZT ist und der Grund, warum ich es als Genozid in seiner Wirkung auf Menschen betrachte, die lediglich HIV-Antikörper haben, ist seine Giftigkeit. Die kurzfristigen Vergiftungen sind extrem schwer. Zum Beispiel schwere Anämie, Muskelzerstörung, extreme Muskelschmerzen, Muskelatrophie, Nervenzerstörungen, Ausfall verschiedener Organe des Körpers, schwere Kopfschmerzen und so weiter. Severe headaches and things like that. Die Langzeitschäden kennen wir noch nicht einmal, können aber fast sicher sein, dass Krebs darunter ist. Heikel ist natürlich besonders die Verwendung von AZT, bevor die Krankheit ausgebrochen ist, prophylaktisch. Da muss man zu bedenken geben, dass solche Zellgifte Krebs auslösen wirken können, dass sie bei Schwangerschaften Kindschädigungen auslösen könnten. Und es stellt sich wirklich die Frage, ob man im Stadium des nicht erkrankten Virusträgertums solch eine Präparation verabreichen darf oder nicht. Das ist ein wichtiges Problem in der Beurteilung der ärztlichen Ethik, die ja in diesem Bereich etwas weitmaschig geworden ist. Im letzten Jahr hat sich dann herausgestellt, dass meine Tochter unter einer Thrombopenie leidet. Am Anfang habe ich dem auch erstmal nicht unbedingt Gewicht gemessen, beigemessen. Die Ärzte im Krankenhaus auch nicht sofort. Später dann, als die Werte sich immer verschlechtert haben, wurde ich dann doch sehr gedrängt, jetzt AZT einzusetzen, mit der Begründung, dass es das Einzige wäre, was da irgendwie helfen könnte. Ich habe dies dann nach langem Drängen getan. Meine Tochter hatte schwere Nebenwirkungen, Durchfälle, Kopfschmerzen, Übelkeit, hat viel geschlafen, es ging ihr also offensichtlich schlecht. Vor Weihnachten hat sich dann die Situation immer mehr zugespitzt. Es war dann so, dass wir alle 4-5 Tage ins Krankenhaus fahren mussten, uns dort 6-8 Stunden aufhalten mussten. Meine Tochter hat dann einen Tropf bekommen und Blut wurde halt auch abgenommen. Dann eine übliche Untersuchung, Wiegen, Messen etc. Und meine Tochter hat sich also auch auf die Psyche stark ausgewirkt. Sie wollte zum Schluss überhaupt nicht mehr hin und hat dann auch gesagt, dass sie lieber sterben möchte, bevor sie jetzt noch mal ins Krankenhaus geht und sich Blut abnehmen lässt oder an den Tropf geht. Das war dann für mich auch der Moment zu sagen, so kann es nicht weitergehen, es muss jetzt Schluss sein und ich muss mich nach einer anderen Alternative umsehen. Ich wurde daraufhin dann allerdings weiterhin stark von dem Krankenhaus, von den Ärzten, weiterhin gebeten, AZT halt zu nehmen. Ich wurde sogar auf der Arbeit angerufen und darauf hingewiesen, wie gefährlich die Situation wäre, der ich meine Tochter jetzt aussetze, dass die Gefahr einer Blutung, einer Hirnblutung oder einer inneren Blutung sehr groß wäre und dass sie dann auch nichts weiter mehr tun könnten. Das heißt also, dass sie dann die Gefahr, dass sie stirbt, sehr groß wäre, was dann natürlich zur Folge hatte, dass ich selber psychisch auch absolut unten war, weil ich mich überhaupt nicht mehr getraut habe, mein Kind auf den Spielplatz gehen zu lassen, klettern zu lassen, turnen zu lassen. Ständig hatte ich halt im Kopf, wenn sie jetzt hinfällt, passiert irgendwas. Dies alles hat sich eigentlich dann erst geändert, als ich zu dem Homöopathen gekommen bin, der auf mich eine sehr ruhige Ausstrahlung hat und dann auch anfing, meine Tochter zu behandeln, der es heute sehr gut geht, körperlich wie psychisch.
Wir sind seitdem nicht mehr im Krankenhaus gewesen und ich habe auch jegliche Behandlung abgelehnt, obwohl selbst heute noch Nachfragen aus dem Krankenhaus kommen, wie es ihr geht und ob ich denn nicht doch noch mal wieder vorbeikommen möchte, wenigstens alle 4 Wochen, um ihr einen Tropf zu geben. Das habe ich aber allesamt abgelehnt und denke auch nicht, dies wieder anzufangen. Und als er dann aus der Klinik, aus dem Heim entlassen worden ist, hat er mir also Medikamente mit nach Hause genommen, beziehungsweise das Heim hat ihm die mitgegeben. Und ein Präparat habe ich dazu gefunden, was er bekommen hat. Das ist ein Konzentrat des Gerinnungsfaktors 8 aus Humanplasma. Und da steht drin hervor, durch die Anwendung von Faktor 8 Präparaten können Infektionskrankheiten durch die Übertragung von Erregern auch bislang unbekannter Natur ausgelöst werden. Dies gilt zum Beispiel für Non-A, Non-B, Hepatitis und für das seltene erworbene Immundefektsyndrom AIDS. Während seines kurzen Lebens wurde Helmut mit Tausenden von Einheiten hochverunreinigter Gerinnungsfaktorpräparate behandelt. Als der körperliche Verfall nicht mehr zu übersehen war, kam die soziale Ächtung hinzu. Helmut wurde von der Schule ausgeschlossen. Nur die Medien zeigten weiterhin starkes Interesse für die Leiden des Jungen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, Helmut, du gehst wieder in die Schule, hast du da Angst, dass dich vielleicht komisch reagieren nach der Pause? Ja. Aber in der Schule möchte ich nicht mehr. Ich möchte lieber in der anderen. Wo du von vorne anfangen kannst? Da muss er mich nicht sagen, guck mal, der hatte AIDS. Und darum will ich auch in einer anderen Klasse, in einer anderen Schule. Und sehr traurig, dass der jetzt mal allein ist. Dass keiner mehr mit ihm spielt. Glaubst du denn, dass es wieder besser wird? Mhm. Dass er wieder ganz gesund wird? Mhm. Helmut, glaubst du das auch, dass es bald wieder besser ist? Wenn du dann wieder in die Klasse kommst, dann... Aber nicht in der. Nee. Das möchte ich nicht. Helmuts Zustand verbesserte sich nicht. Er starb im Januar 1991. Die Diagnose lautete AIDS. Und dass man mir ja nie darüber informiert hat, bis ich also 1990 erstmal zur ersten Mal die Akte, die ganze Akte in der Hand bekommen habe. Und außerdem hat da einige Sachen drin gestanden, was die mir verheimlicht haben. Zum Beispiel steht hier vertraulich, unterliegt der Schweigepflicht nach dem Paragraph 200 Sozialgesetzbuch. Dieser klinische Bericht ist nur zur Information des Empfängers bestimmt. Er darf ohne die Zustimmung des Unterzeichneten nicht an den Patienten, dessen Angehörige oder an andere Personen, an Dienststellen, sonstige Institutionen weitergegeben und nicht zu gutachterlichen Zwecken verwendet werden. Die strikte Geheimhaltung ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Gefahren der industriell hergestellten Gerinnungsfaktorpräparate seit Beginn der 60er Jahre sehr wohl bekannt waren und von den Medizinern wissentlich in Kauf genommen wurden. Ich kam 1949 als junger Arzt nach Bern mit der Aufgabe betraut, das Zentralinstitut des Schweizerischen Blutspendewesens, der eben gegründet worden war, im Rahmen des Roten Kreuzes aufzubauen. Und das Erste, was wir machten, war Trockenplasma herzustellen. Und da hatten wir die erste große Enttäuschung. Wir haben sehr viele Gelbsuchtfälle, Hepatitiden gesetzt. Und aus diesem Problem heraus ist dann unser sogenanntes Smallpool-Konzept entstanden, dass man Einzelspenden oder möglichst wenige Spenden mischt, um nach Möglichkeit Infektübertragungen zu verhüten. Und dann, in späten 60er Jahren, kamen industrielle Präparate herein, hergestellt aus einer großen Menge von Mischplasma. Und damit war natürlich die Möglichkeit der Verseuchung mit Gelbsuchtviren
und auch anderen Viren viel größer und gegeben. Um diese Frage abzuklären, habe ich als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Bluttransfusion im Jahre 1977 in Bad Nauheim eine Tagung veranstaltet, um dieses auszudiskutieren im Rahmen der Ärzte, die Bluter behandeln. Und dabei hat die Mehrzahl, namentlich der deutschen Ärzte, gesagt, das spielt keine Rolle, wir nehmen dieses erhöhte Infektions- und Erkrankungsrisiko in Kauf. Eine Gelbsucht erwischt jeder Hämophile, der so viel von diesen Präparaten braucht. Ob er wieder infiziert wird oder noch mit etwas, spielt wohl keine Rolle. Und das war die Grundlage, dass die deutschen Hämophilen dann hauptsächlich Präparate bekamen, hergestellt aus kommerziellem amerikanischem Plasma, das gegenüber dem unentgeltlich gespendeten Plasma höher verseucht war mit Gelbsuchtviren, mit Zytomegalieviren, mit allen möglichen anderen. Und das ist der Ausgangspunkt, dann, dass auch dieses Plasma mit HIV-Viren höher verseucht war als dasjenige in Europa. Die Immunschwäche, an der Helmut schließlich starb, wurde in den Medien als die Folge einer HIV-Infektion dargestellt. Andere mögliche Ursachen für sein Leiden und Sterben wurden mit keinem Wort erwähnt. Dabei liest sich die Krankenakte des Jungen wie ein Lexikon der Virologie. Neben HIV wurde er über die verunreinigten Gerinnungsfaktorpräparate mit einer Reihe von Viren infiziert. Darunter das Herpes simplex, das Zytomegalie, das Coxsackie-Echo und das Epstein-Barr-Virus. Weitere Befunde waren Toxoplasma und Candidiasis. In den letzten 2 Jahren seines Lebens wurde Helmut mit AZT behandelt. Das Zellgift wurde erst abgesetzt, als der kritische Grenzwert von weißen Blutkörperchen in seinem Blut unterschritten wurde. Bei dieser extremen Belastung des Organismus hätte Helmut auch ohne HIV-Infektion keine Überlebenschance gehabt. Und die wussten, dass er davon AIDS kriegt, dann haben die den Jungen ja absichtlich tödlich verletzen wollen. So sehe ich das als Mutter. Dann haben die sich ja ganz bewusst gedacht, der Junge kriegt ja sowieso AIDS, AIDS stirbt davon und das ist jetzt nicht mehr unsere Sache. Ansonsten hätten sie hier dieses Präparat weglassen müssen und hätten ihm also Frischblutplasma, was nicht infiziert worden wäre, oder anderen Trockenblutplasma, was nicht mit AIDS infiziert ist. Nur die haben sich Bequemlichkeiten daraus gemacht und haben gesagt, auch den nächsten Blutplasma, was wir da finden, spritzen wir in die Patienten einfach rein. Wir sind die Ärzte, wir meinen, wir haben geholfen und ob er jetzt an die Krankheit stirbt, das ist uns wurscht egal. Das ist ein schwieriges Problem. Man wusste ja schon sehr lange, dass mit den Faktorpräparaten eine ganze Reihe von Krankheitserregern übertragen wurden, wie zum Beispiel die Hepatitis B oder das Zytomegalie-Virus. Man wusste aber auch, dass diese Faktorpräparate ungeheuer empfindlich sind, vor allen Dingen gegen Hitze. Wenn man zum Beispiel Faktorpräparate pasteurisiert, das wäre ein Verfahren gewesen, dann verliert man die Hälfte der Aktivität. Nun, Faktorpräparate sind ein sehr kostbares Gut. Sie sind ja nicht, kann sie nicht im Wochenmarkt kaufen, sondern die muss ich mühsam auf der Welt zusammentragen. Jeder Versuch, die Faktorpräparate zu sterilisieren, hätte also einen ganz erheblichen Verlust bedeutet. Dazu kommt, dass wir ja über die Natur des Virus gar nichts wussten und es ja einige Viren gibt, und die war, es war ja nicht auszuschließen, dass es einige Viren gibt, die sich durch die damals bekannten Sterilisationsverfahren gar nicht abtöten ließen. Bei uns in der Schweiz konnten wir unser sogenanntes Small-Pool-Konzept nicht voll durchspielen, weil mit dem freien Markt auch amerikanische Importpräparate auf dem Markt waren, so dass bei uns die Verseuchung etwa bei 20% der Bluter liegt. Am besten wurde das Konzept durchgespielt in Finnland. Die haben unter 200 Blutern, schweren Blutern, nur 2 gesunde Virusträger.
Und auch in der früheren DDR, kann man sagen, sind nur zwei Fälle bekannt geworden, bei denen hochgestellte Persönlichkeiten für ihre Söhne amerikanische Importpräparate beschaffen konnten und die sind dann an AIDS erkrankt. So the virus AIDS hypothesis brings together molecular biologists who are not clinicians, clinicians who are of good intentions, who are ignorant. Die Virus-AIDS-Hypothese versammelt Molekularbiologen, die keine Ärzte sind, und Ärzte, die die besten Absichten haben, aber die über die Molekularbiologie nicht informiert sind. Außerdem eine gewisse Zahl von gierigen Unternehmern, weil HIV und AIDS ein sehr, sehr großes Geschäft ist. Disease. It has a population, a potential. In gewisser Hinsicht haben wir hier die ideale biotechnische Krankheit. Die potenzielle Patientenzahl umfasst die Bevölkerung der ganzen Welt. Provide a more sensitive diagnostic tool, so there's a potential for ever increasing. Da HIV schwierig nachzuweisen ist, kann man immer empfindlichere diagnostische Methoden verkaufen. Ein enormer Markt wird durch Impfungen und Behandlungen mit allen möglichen Arten von neu entwickelten antiviralen und chemotherapeutischen Substanzen geschaffen. Das ist ein fast nicht zu stoppender Schwerlaster. Eine Mischung aus Gier und guten Absichten. Meiner Meinung nach ist dies eine teuflische und giftige Mischung. Good intentions and greed. And this to me is a very devilish and poisonous mixture. Das ist das größte Versagen der medizinischen Forschung in der Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir bisher so ein großes Versagen erlebt haben. Die Forscher brüsten sich natürlich und behaupten, dass sie außerordentlich erfolgreich sind. Und ich muss zugeben, in der molekularen Biologie haben sie großartige Sachen erreicht. Aber die medizinische Forschung hat vollständig dabei versagt, den Menschen zu helfen. Vielleicht ein Wort zu etwas, was relativ wenig in den Vordergrund gerückt worden ist, die Verängstigung der Virusträger und das damit verbundene, doch recht beträchtliche Geschäft mit der Angst. Es ist ja so, dass ein Virusträger, der den Massenmedien ausgesetzt war während der letzten Jahre, sein Wissen reduziert sich. Ich bin angesteckt mit einem Erreger, der mich früher oder später krank macht. Und wenn ich krank werde, sterbe ich an dieser Krankheit. Das ist sein Wissen. Und das gleicht einer Ausgrenzung in jenen Stämmen, wo der Medizinmann sagt, du gehörst nicht mehr zu uns. Und der stirbt auch tatsächlich. Das ist dieser Voodoo-Effekt. Aber ein kollektiver Effekt dieser Art ist in der Medizin vorher noch nie bekannt geworden. Und ich erachte es als außerordentlich gravierend, dass hier erstmals in der wissenschaftlichen Schulmedizin ein kollektives Todesurteil ausgesprochen wird, das sehr viele Leute über Stressmechanismen krank macht und auch da und dort nicht allzu selten zum Suizid geführt hat. Und hier stellt sich in der Tat die Frage, ob hier nicht elementare Menschenrechte verletzt worden sind. Und ich denke, die Zeit wird kommen, wo man das unter diesem Gesichtspunkt untersuchen wird.